Willkommen zur 37. Folge der Runaway Teen Pregnancy Challenge. Ich freue mich, dass ich jetzt wieder aufnehmen kann. Ich hatte so ein paar kleine Startprobleme, weil ich meinen neuen PC hatte und das Mikrofon nicht so wieder so wollte, wie ich zu Beginn. Aber ich hoffe, es funktioniert alles so, wie ich das jetzt eingestellt habe. Ich hoffe es sehr. Falls nicht, tut es mir leid. Aber... Oh, kam die Boje jetzt auf einmal her? Okay, naja, egal. Die April und die Emmy haben ja den letzten Freitag, beziehungsweise der Freitag, der jetzt war, relativ ruhig verbracht. Die April hatte ein kurzes Date. Dann war Shane auf einmal irgendwie weg. Ich weiß auch nicht genau, was das war. Aber die beiden genießen den freien Tag. Und ich dachte mir, da ja in Folge 18, nee, 17, war ich ja schon mal mit den beiden, als die Emmy aber ein ganz, ganz kleines Kleinkind war, bowlen. Und ich dachte mir, komm, das ist doch ein schöner Versuch, die kleine Familie, die es ja jetzt wird, weil wir hatten ja uns jetzt entschieden, den Shane als potenziellen Partner zu sehen und der Martin wird dann an eine der anderen verkuppelt. Da habe ich auch schon eine sehr gute Idee und ich bin sehr gespannt, ob das so klappt. Ich habe an den Audioeinstellungen auch ein bisschen rumgespielt, dass ja, die Musik in den Läden nicht mehr so laut ist. Ich hoffe es sehr, dass es nicht zu laut ist. Auf jeden Fall, was macht die Emmy? Die Emmy schnorchelt. Okay, dann hätte ich gesagt, geht die April... Ach so, genau. Was ich noch zeigen wollte. Zeigen muss eigentlich. Und zwar... habe ich nochmal ein bisschen gebaut. Du siehst es anhand hier schon. Die beiden haben nochmal zwei Kästchen in die Richtung gekriegt und fünf, also insgesamt 10 Kästchen dazu. Und die beiden haben jetzt hier ihren Tisch stehen mit dem Bild der beiden. Hier ist so ein kleines Ding mit dem Radio, eine kleine Pflanze, die Postkarten von der Lucy. Da hängt jetzt der Emmy ihr Gemaltes. Ah, unser Essen ist verdorben, auch gut. Dann ist jetzt hier unsere Küche und tada, die beiden haben jetzt ein Wohnzimmer und wir haben immer noch 5200 Simoleons übrig. Ich bin froh, ich habe extra die Sachen genommen, die nicht so teuer waren. Wieder hier so ein Tisch, die haben den kleinen Fernseher gekriegt, ich glaube für 600 Simoleons, ich weiß es jetzt nicht genau, wenn nicht, wenn es falsch ist, tut es mir leid. So eine kleine Kerze, die Kerzen habe ich jetzt alles auf weißes Licht gemacht, weil ich das irgendwie, keine Ahnung, ich fand, das sah komisch aus in dem Häuschen. Ja, dann haben sie noch die Pflanze und hier die Couch. Sonst hat sich nichts verändert. Baumhaus ist so geblieben, außer dass die Wäsche... Ah, falsch. Ich wollte da nur drauf gehen und gucken. Ist immer noch dreckig und feucht. Aber die April, dachte ich jetzt, bevor die jetzt... Komm mal hierher gejoggt, meine Liebe. Kannst du deinen Garten noch abernten? Und zwar würde ich gern einen Mega-Verkauf haben. Aprilline, wo bleibst du? Die Emmy ist fleißig am Schnorcheln, was ja auch so geplant war. Genau. Ich habe den Slice of Life-Mod wieder drin. Und klar, jetzt ist halt hier die Analyse wieder neu. Ich bin gespannt, was ein Persönlichkeitstyp unsere gute April kriegt und vor allem die Emmy auch. An den Tagen hat sich nichts geändert. Hoffe ich zumindest, dass das genauso war wie vorher. Hast du denn gemacht, den Mega-Verkauf, April? Sehr gut. Dann mach hier bitte noch alles jeden und hier hast du was vergessen. Wieso vergisst die April oder wieso vergisst das System diese Pflanze immer? Ich verstehe es nicht. Kann mir das vielleicht eine von euch... Oder kannst du mir das sagen? Wir waren ja auf der Duschschiene. Ich verstehe es nämlich nicht, wieso das immer vergessen wird. So, dann... Ich mache mal die Etage runter. Ich mag das nicht, mit hochgezogenen Wänden zu spielen. Wir gucken kurz noch nach der Lucy. Aktivität und Aufmerksamkeit niedrig. Emmy, du bist die ganze Zeit nur am Schnorcheln. Könntest du noch mal hier kurz mit ihr spielen? Und die April... einen guten Ruf, genau. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, aber dann doch, die beiden sind beide aus dem Rampenlicht rausgetreten, weil ich dachte, das
brauchen sie jetzt beide nicht. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie du das Wohnzimmer findest. Ich finde es so schön, vor allem die Tapete. Finde ich echt klasse. Okay, die Apple hat jetzt gerade noch eine Portion Spaghetti genommen. Ich bin sehr happy, auch mit dem neuen PC. Auch wenn ich zu Beginn ein bisschen verzweifelt ist, weil wir so ein paar Startprobleme hatten. Aber das ist jetzt nicht Thema der Sachen. Aber ich finde es schön. Alles in einem hellen Ton. Eiche oder Buche, ich weiß es nicht. Ich glaube Buche eher. Ich bin so ein Holztyp-Fan. Und ja, bin sehr gespannt auf deine Reaktion, was du dazu sagst. Vor allem, das finde ich eigentlich sehr schön, diese Ecke hier. Aber halt auch das finde ich sehr schön mit der Kerze. Also ich finde, es ist schon gut gelungen. Ich möchte mich zwar nicht selbst loben, aber ich glaube, so ein kleines Lob an mich selbst darf ich mal aussprechen. So, ihr Süßen. Ich denke, wir nehmen dann den Shainer mit, dass das so als kleine Familienzusammenführung auch gilt. Vielleicht können wir dann auch im Anschluss vielleicht auf die Rollschulbahn. So, Emmy, wo willst du hin? Du möchtest spielen. Finde ich süß, aber ich ziehe dich jetzt schon mal um. Alltag-Outfit reicht. Die April ziehe ich auch schon gerade um. Nimm. Da, Garderobe. Und dann würde ich sagen, also gepupst der Emmy, oder? Ist wieder ein bisschen Flausen im Kopf, gell? Dann, ach Emmy, du willst jetzt auch noch was zu essen holen. Ach Gott. Ah ja, okay. Ich weiß nämlich nicht, ob, April, was machst du jetzt? Jetzt willst du mit Puppen spielen. April, nein, bitte nicht. Ist das jetzt immer noch nass? Dreckig und feucht. Ich bin mal gespannt, wann das trocknet. Wenn jetzt stelle ich das dahin so quer irgendwie, keine Ahnung. April, pfleg mal deinen Garten so lang. Ja, Kalender. Ich wollte kurz in den Kalender gucken. Heute ist auch Talentwettbewerb. Dann ist auch schon Weihnachten bald, am Mittwoch. Dann haben wir den Kindertag, Silvester, Ostern. Da ist der Mami-Tag. Also wir haben noch ein paar schöne Ereignisse. Ja, und die Emmy hat hier schon wieder Geburtstag. Diesmal im Frühling und die April hat im Sommer Geburtstag. Die Zeit rennt einfach so. Deshalb möchte ich jetzt auch ein bisschen Gas geben, dass, ja, dass die April jetzt auch dann langsam mit ihrem Partner zusammenzieht, also mit dem Shane. Keine Pflanze benötigt was. Okay, sehr gut. Brauchen die Bienchen irgendwas? Nee, okay. Emmy, bist du fertig? Nee, du guckst jetzt kein Fernsehen. Bitte nicht. Dann darf die Emmy noch aufs Klöschen. Das kann ich jetzt noch nicht reinstellen. Fernseh gucken hast du heute Abend versprochen, ans Kinderkanal schauen. Das machen wir wieder in den Kühlschrank rein, dass das nicht weggeworfen werden muss. Hä? Emmy, die Mama ist gar nicht auf dem Klo. Was, siehst du einen Geist oder was? Oh Mann. Ich hoffe wirklich, dass das mit dem Ton klappt. Wer bist denn du? Florian Peter. Okay, Peter ist eher gesagt. Nee, dann würde ich sagen, reisen wir gleich mit den beiden und ich bin schon wirklich sehr gespannt. Emmy, bist du fertig? Nein, wir reisen jetzt bitte. Ach Gott. So, wir müssen nach Willow Creek und da ist das Bowling Center auch schon. Die sind ja alle nur verkleidet. Geht hier ab. Hä? Ach, das ist die Emmy. Okay, ich wollte schon sagen, hey, wieso kennt die April so wenige? Aber nicht schlimm. So. Ich hoffe sehr, dass das wirklich funktioniert. Und ich habe gerade bemerkt, dass ich ja gar keinen Timer gestellt habe. Oh, wir haben die Mama vergessen. Ups. Normalerweise vergessen wir ja immer die Emmy. Aber die ist leider andersrum. So, Apple, du musst aber dein anderes Outfit anziehen. Ah, du kannst auch nackig durch die Gegend laufen. Aber ich glaube, das wäre nicht so cool. So, das ist die Bowlingbahn, in der die April schon mal gebowlt hat. Die April ist ja so ein kleiner Bowling. König, sage ich jetzt mal. Ihr seht schon fast Level 2. Und
Ich bin sehr gespannt. Nee, die Musik ist leise. Sehr gut. Dann kann ich nämlich hier mit drin bleiben. Zum Bowlen einladen. Ich würde das jetzt einfach machen. Und zwar die Emmy und den Shane. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, wie die drei sich anstellen. Vor allem, wie so die kleine Familienzusammenführung so abläuft. Oh, die Angestellte ist das, glaube ich. Die ist hochschwanger. Okay, irgendein Radio ist doch ziemlich laut. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, das hat jetzt was gebracht. Glaube schon, oder? Ja, nur wenn ich da richtig dran gehe. Gut, dann gucken wir den Süßen doch jetzt hier ein bisschen zu. Oh, wei. Stopp. Stopp, 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 bitte. Shane, bitte, davon brauche ich ein Foto. Bitte, 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 bitte. So, tschum. Och, Shaney Boy. Du hast ja geile Schuhe an, vor allem. Die sind ja da Hammer, die Schuhe. Das muss man ja alles festhalten. Und April, wer ist jetzt dran? Bist du jetzt dran? Emmy, machst du mit? Ja, du machst mit, okay. So, wer ist jetzt dran von euch? Hello? Ach, Shane ist nochmal dran, oder was? Der war doch gut. Wow, zwei nur noch. Shane, du bist gut. Warst du hier öfters heimlich ohne uns? So, wer ist jetzt? April, bist du jetzt dran? Ah ne, die Emmy ist jetzt dran. Dann Emmy, zeig mal, was du kannst. Schätzchen. Oh Gott. Emmy, tu dir bitte. Tu dir bitte nicht weh, Schätzchen. Immerhin nur noch vier, die stehen bleiben. Das wird, meine Liebe, das wird. Müsst ihr jetzt hier alle rumstehen? Es nervt mich manchmal, die hier rumstehen müssen. Oh! Oh nein! Oh nein! Also die April, bin ich ehrlich, ist beim letzten Mal nicht hingefallen. Aber sie schwebt einfach mal, glaube ich, mitten in der Luft, kann das sein? Oder liegt sie mit dem Bobbes schon auf dem Boden? Ach, April, du arme Maus, es tut mir leid. Aber ich denke immer, das könnte euch ja Spaß machen, wenn ihr zusammen bowlt. Die denkt nur so, wieso tust du mir das an, Anna? Waren das jetzt keine Punkte? Wo ist der Shane? Ist der schon wieder gegangen? Scheint's ja. Ich den in die Gruppe eingeladen. Dann machen wir das auf jeden Fall mit der Emmy, nicht, dass die uns jetzt noch abdüst. Okay, April, irgendwie hast du den Schwung verloren. Kann das sein? Weil sie ist letztens richtig gut gewesen, hat aber da voll rumgedanced, wenn sie die Dinger alle immer umgehauen hat. Wie geht's euch denn alle? Okay, die April müsste gleich mal aufs Klöchen. Ich bin sehr gespannt. Nur, es könnte vielleicht. Wer ist das denn? Hello? Kenne ich dich? Aufgehender Star. Star, die Kyla Romeo. Okay. Okay. Los, April. Weiter. Emmy, bist du jetzt dran? Warte, kleine Maus. Warte, warte, warte. Ich bin bereit. Ups. Okay, Emmy. Emmy, geht's dir gut? Es sieht auf jeden Fall nicht so wirklich danach aus. Ich glaube, die macht gleich einen Purzelbaum. Ja. Unsere kleine Maus ist auch hingefallen.
Och, ihr Süßen, wieso könnt ihr das alle nicht? Noch eine Runde, los. Ach Gott. Aber ich finde, bis auf dass alle jetzt einmal hingefallen sind, machen wir es eigentlich echt gut. Emmy, jetzt los, nochmal. Das packst du. Los. Das war doch ein guter Wurf. Wahrscheinlich ist die Bowlingkugel für dich ein bisschen zu schwer, kann das sein? Das kann natürlich sein, dass die Bowlingkugel für dich zu schwer ist. Romantikfestival. Wie hast du? Bis 1 Uhr. Okay, dann können wir vielleicht da im Anschluss auch nochmal hindüsen. So, April. Jetzt möchte ich einen Strike bitte haben. Rufst jetzt Shane gerade an? Er wird gleich da sein. Da ist er. Dann hoffe ich, dass er jetzt gleich kommt. Er joggt zumindest zu uns. Und es schneit, es schneit. Es schneit. Jenny, kommst du? Ja. Dag, dag. Wir können dann auch gleich mal knuddeln oder sowas. Ein Kusshauchen kannst du mal machen, wenn du fertig bist. Ich hoffe, dass er nur diesmal so lang da bleibt und entweder gleich verschwindet. So, wer ist denn jetzt von euch dran? April, du müsst pieseln, gell? Ich glaube, egal was, wo du zur Toilette gehst. Dann hier, Amy, du kannst dich mal. Red mal über dein Lieblingstier. Du kannst auch einen Witz machen. Comicfigur zitieren. Genau, knuddelt ihr euch mal. Und dann darf die Äpfel pieseln. April? Wird das auch heute noch was, oder? Dann machen wir das jetzt kurz anders. Die Emmy darf mal ein bisschen alleine üben. Und die April und der Shane. Was, Emmy? Was? Emmy. Wie? Kreativ 9, mental 5, Motorik 7, sozial 9. Kind, du bist mein absolutes Wunderkind, wirklich. Wie kriegst du das nur hin? Ich hätte gern deine Gene, ehrlich. Da ist schon mal die nächste, die schwanger ist. Da ist auch eine Schwangere. So. Emmy Bold. April, gehst du jetzt pieseln? Bitte. Bevor du dir in die Hose machst. Emmy, das war doch gut. Das sah doch schon mal wirklich gut aus. Nochmal, Emmy, los. Oh, das ist da. April, du musst doch auf Toilette. Oder musst jetzt doch nicht mehr? Hast du es dir verkniffen? April, du musst doch aufs Bierchen. Emmy, das ist gut, was du da machst. Sehr gut, du hast schon wieder Hunger. Okay, wir haben auch mittlerweile 19 Uhr. Ah. Martin, hallo Martin. Bist du auch eine Runde bowlen? So, Emmy, ich glaube, das war dein erster Wurf. Also zwei hast du, glaube ich, noch, wenn das so aufgetickert ist. Gut. Mittlerweile. Gell, Emmy? Macht Spaß.
Was? Sie hat 27 Punkte erzielt. Wow. Gibt es hier auch was zu essen? Können wir Eltern spielen? Ja, klar, können wir Eltern spielen. Gibt es hier nichts zu essen? Gibt es hier keinen Snackautomat? Hello? Snackautomat? Oh, Martin tritt gerade ein bisschen dezent durch. Ach, Emmy, dann komm. Kannst du ein bisschen mit Spielzeug spielen? Wir gehen dann auch gleich, versprochen. April, wo bist du? Du holst dir jetzt was zu trinken? Nee. Selbstzuspruch. Wo ist denn der Shane? Shaney Boy? Hey. Ist er wieder abgezischt? Oder hat er sich irgendwo... Oh. Nadine Müller liegt auf dem Boden. Und da ist, glaube ich, der Sims wieder von der Erbse. Wie heißt du nochmal? Kevin. Das ist der Kevin. Den haben wir in der letzten, im letzten Video auch schon gesehen. Oder im vorletzten? Ne, im letzten. Genau, im letzten. Ja, also, der Shane scheint wieder weg. Da ist die Yuki. Emmy, dann brauchst du auch nicht spielen. Dann reisen wir nämlich nach Hause. Aber es war doch eigentlich sehr gelungen. Ja komm, die können meißen gehen. Wir haben das Geld. Wir laden ihn jetzt einfach wieder ein. Solange bis er endlich bei uns bleibt. Oh Gott. So. April? April, was ist... Ja, also das war der April, ihr Faschingskostüm. April, du bist aber ein bisschen zu lüftig angezogen, da holst du dir den Tod. So, hier, wo sind dein... Da. Bitteschön. Emmy, du bist auch ein bisschen zu frisch angezogen. Dass die das aber auch immer wieder machen. Ich bin ehrlich, mich nervt ein bisschen, dass sie sich immer umziehen. Oh, und dann ist das natürlich auch nicht überdacht. So, da muss die April jetzt mal hier um einen Tisch bitten. Die Emmy kann im Schnee spielen. Und dann kannst du hier Wange streicheln, knuddeln. Kann sie doch leidenschaftlich küssen. Jetzt geht's Licht an. Ist dir nicht kalt, Ute? Jane denkt nur so, wow, April, mach langsam, ganz alles in Ruhe. Und was ich so süß finde, durch den Slice of Life haben die wieder so rote Wängchen. Ach so, apropos Slice of Life, wir können ja mal gucken, was die April gekriegt hat. Der Kontrolleur. April. Entschuldigung, jetzt habe ich mir gerade meine Kopfhörer rausgezogen. Auch gut. Ach, ihr seht so süß aus, ihr zwei. Geh mal weg, du Wand. Wenn das auf einer anderen Seite hingeht. Oh Gott, April. Okay. Das sieht doch assis aus, das Bild. Und also dieser Star verfolgt uns wirklich. Oh, sie ist pregnant. Oh mein Gott, sie ist schwanger. Hier sind irgendwie alle schwanger. Ihr macht euer Ding. Also den Persönlichkeitstyp werde ich noch ändern. Haben wir jetzt unseren Tisch? Aber auch schon krass, dass die... Sind die zusammen? Da hat der Paparazzi ja sein Foto gekriegt direkt. So, ihr Süßen. Was dürft ihr denn essen? Oh Gott, das ist so arschkalt. Shane, ich glaube, wir ziehen dich mal ein bisschen um. Dann wäre das nicht was Gutes, oder? So, bitteschön. Mit, dass du frierst. So, für Tisch bestellen.
April. Emmy, kommst du auch? So. Okay. Was gibt's denn? Sollen wir Pizza essen? Ja, oder kommen wir? Alle kriegen Pizza. Und was kriegen sie zu trinken? Die Emmy kriegt einen Orangensaft. Saurer Punsch. Ja, komm, die April und der Shane dürfen sich mal ein bisschen was gönnen, was zu trinken. Shane, du willst dich wieder abhauen? Wo geht denn der schon wieder hin? Oh, Kerl. Kerle. Komm bitte her. Zu uns. Hier ist voll die Party. Hier geht voll die Party ab. Shane, kommst du jetzt bitte? Ah, okay. Ah, Emmy, bestellst du jetzt? Okay. Emmy bestellt. Sehr gut. Shane, kommst du bitte? Danke. Ein Ständchen bringen kann die April. Komplimente bei Aussehen machen. Oh, bitten Freund zu sein. Was machen wir denn noch so Schönes? Komm, ihr könnt euch nochmal küssen. Emmy, dir geht's gut. Hast du das Spielzeug mitgenommen? Guck mal hier. Kannst du lange dein Tagebuch schreiben. Das ist doch eine gute Idee. Oh, Shady hat rote Wangen. Oh mein Gott, wie süß. Wie süß. Na, die sind alle, steht alle im Weg. Ihr steht alle im Weg. Hallo? Sucht euch ein kleines... Wie sie guckt so... Oh, jetzt ist der Typ im Weg, Mann. Du zerstörst mir mein Bild. Kann man das auch so machen? So irgendwie. Ich glaube, wir müssen noch mal irgendwie zusammen hier hingehen. Okay. Dann müsst ihr scheinbar ein bisschen plaudern. Dann sagen wir, dass ihr da hingeht und plaudert. Beste Freunde werden, das ist doch auch cool. Beste Freunde. Könnt ihr euch jetzt hier auch hinstellen? Werft mal den Schnee auf Shane. Dann solltet ihr doch zusammen. Und ich finde es ja lustig, dass die beiden zusammen sind. Finde ich schon sehr lustig. Shane, kommst du? April? Ach, kriegen wir unser Essen? Oder wirfst du jetzt hier den Schnee? Wie geil ist das denn? Oh mein Gott, das ist ja der Hammer. Das ist ja geil. Ich weiß, was mein Thumbnail wird. Ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie... Komm, ich könnte euch mal auch hinter dem Mistelzweig küssen. Oh, und da denkt einer an Teschtelmeschtel. Emmy, alles gut? Was kriegen wir denn jetzt unser Essen? Dann kannst du mal hier Schneemann bauen. Dann ist dir nicht so langweilig. War ich alles gut? Macht euer Ding, gell? Hey, die sind alle so freizügig, wieso frieren die nicht? Unser Essen kommt, glaube ich. Kann das sein? Kann das sein? Nee. Hä? Wo ist unser Essen? April, guck mal, ob wir noch was bestellen können. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt das doppelt bestelle. Doch, wir haben bestellt.
muss ich mich verstehen. Hauch ihm noch mal einen Kuss. Oh, Emmy, du stinkst dezent. Kann das sein? Du hast Hunger. Ich weiß, der Koch ist irgendwie ein bisschen lahmarschig. Was können wir denn noch Schönes machen mit euch zwei? Legenzo Sanu. Oh Mann, fesselnde Geschichte auch noch, April. Jetzt ist unser Essen da. Emmy, du kannst essen. Hier, schnell essen. Ich nur ganz ein Glas trinken. Emmy, April, du hier auch bitte. Der schändigt nur so, oh, lecker Essen. April so, ja, ein Basketball wäre voll cool. Oh Gott, und jetzt redet es über Fledermäuse. Okay, Emmy, dein Essen wird kalt. Komm schnell her, Schätzchen. Los. Mit Jane plaudern. Setz dich jetzt drüben hin. Ich gehe jetzt ab. Hello. April, was machst du denn? Das hab ich jetzt nicht verstanden. Schmeckt der Punsch? Dass sie mir aber ja nichts verboten, das macht hier. Ich sehe alles. Oh, wir haben gleich 12 Uhr. Naja, es ist Wochenende. Wir sind mal so gnädig. Seht ihr mal, da steht doch der Stuhl von der Emmy, wo sie als Kleinkind drin saß. Parsifae Froben, Skuma Plondi, Hampe Tibanu, Squame Quas. Oh, now. Also der Shane ist ganz schön angetan und hat sein Glas schon leer. Oh, die Apple auch. Sie ist furchtlos. Okay, sie möchte irgendwas mit jemandem flirten. Sie flirtet doch. Ups. Wo ist es? Da, flirten. Schmeckt's euch, ihr Süßen? Schmeckt's? Ich hoffe's doch sehr. Aufgeheizte Stimmung. Haben wir nicht hier irgendwo was zum Klettern hin? Nee, gell? Emmy, warte. Wir können ja hier Trick 17 machen. So. Wo ist es? Jetzt hat er das wieder alles durch den neuen PC ein bisschen anders gemacht. Guck mal da, Emmy. Kannst du dann klettern gehen im Anschluss? Hello? Hier. Kann ganz ein bisschen spielen. Jenny, bist du jetzt schon tanzt oder bist du betrunken? April. Nützlich, nehmen, du kannst mit deinem Schatzi noch was machen. Oh. Oh, Shane, was ist los? Was ist mit Shane los? Ist? Oh, Apple denkt an Techtelmechtel. Süße, bald. Versprochen. Aber ich möchte das nicht, wenn ihr nicht irgendwie fest zusammen seid. Bin ich vielleicht ein bisschen altmodisch, aber ich bin leider so. Meine Sims müssen das dann leider auch so sein. Emmy, hast du? Emmy? Emmy, du sollst doch da spielen, oder kommst du da jetzt nicht dran wegen dem Schnee? Hab ich was falsch gemacht? Schätze. April, isst du deine Pizza noch fertig? Sonst hätte ich 100 Simoleons umsonst. Emmy, du stinkst zwar dezent. Ja, ich weiß, du musst unbedingt zu Hause duschen, mein Schatz. Unbedingt duschen. Vor allem diese Strumpfhose ist so süß. So, ihr Süßen, dann würde ich aber sagen, dass wir dann auch demnächst dann mal heimgehen. Oder... Können wir dich schon nach Hause schicken? Funktioniert das? Dass du danach schon heimgehst. Du bist nämlich auch müde und dann könntest du vielleicht duschen. Und dann... Mami kommt bald, gell? Wir brauchen nicht mehr lange, versprochen.
Dann machen wir das doch in die Lunchbox. Emmy, bist du jetzt schon nach Hause? Nee, du bist noch da, okay. Dann können wir das nämlich mitnehmen. Tschupp, packen wir dir das ein. Okay, dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch zusammen nach Hause gehen. Wieder so ein bisschen blöd von mir. Dann knuddelst du den Shane noch einmal und sagst dann auf Wiedersehen. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Und dann reisen wir nach Hause und ich denke, dann ist auch meine Zeit schon abgelaufen. Wo gehen die Emmy jetzt hin? Emmy, bleib hier, bitte. So, April, du kommst dann auch hierher. Shaney Boy, wir sehen uns dann am Sonntag. Und jetzt haben wir das Romantikfestival verpasst. Egal, wir haben ja unsere Pflänzchen. Gehen wir das nächste Mal hin. Und dann reisen wir jetzt nach Hause. Und dann ist auch die Folge schon zu Ende. So. Oh. Ups. Entschuldigung, das war wirklich nicht meine Absicht. Ich dachte, das wird immer bezahlt, wenn man es direkt bestellt. Das tut mir wirklich leid. Normalerweise bin ich nicht so. Ich dachte echt, dass die, wenn die was sich bestellen, dass es dann auch weggeht direkt. So, wir gucken. Die Emmy muss ganz dringend pieseln. Okay, dann geht die Emmy pieseln, geht duschen, putzt sich die Zähne. Sagt der Lucy gerade kurz Hallo? Nach Nagern fragen. Und was ist mit der April? Die April ist eigentlich noch relativ fit. Wie geht's in unseren Bienchen? Die sind aufgebracht, aber wir können noch nichts machen. Okay. April, ich war ja am Überlegen, ob ich dieses Vordach nicht um eins vorziehe. Das sieht zwar jetzt irgendwie komisch aus, nur vielleicht trocknet dann die Wäsche auch ein bisschen schneller irgendwie, habe ich das Gefühl. Zumindest bin ich da guter Dinge und hoffe, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, April. Dann möchtest du hier eine Romanze gucken? Komm, wir uns ein bisschen Fernsehen, das hast du lange nicht gemacht. Und wobei, ich glaube, besser fände ich es, wenn du was malst. Komm mal, mein Landschaftsgemälde. Nee, mir gefällt das Häuschen von den beiden wirklich super. Vor allem, wir sind immer noch im Tiny-Modus. Ich glaube, wir haben noch so 7 Kacheln übrig. Aber ich wüsste nicht, wo ich die hinmachen sollte, ganz ehrlich. Das Grundstück ist zwar schon groß, aber durch das Baumhaus, durch den riesigen Garten von uns, fehlt da irgendwie so ein bisschen der Platz dann doch. Okay, wir haben hier hinten noch relativ viel Platz, aber das soll ja hier auch noch auf dem Sand stehen und nicht im Wasser. Ich hoffe, das bringt was, denn dass ich jetzt das umsonst hier vorgezogen habe, Leute. Das fände ich uns kacke. Emmy, bist du jetzt baden? Okay, dann geh halt baden. Auch gut. Und danach sagst du aber bitte in der Lucy noch hier hi, gell? Okay, zufrieden, zufrieden, du kannst hier. Sie ist beschäftigt? Okay. Lucy. Ich nehme dir mal ein Stück Abstand. Atomare Rückstände entdeckt. Die Behausung von Lucy ist teilweise verstrahlt. Na, super. Auf jeden Fall stellt sie keine Gefährdung für Sims dar. Gib mir mal ein Leckerli dann noch, Emmy. Um Gottes Willen, war es ein Käse. Letztens habe ich sie gesehen, wie sie mit einer Rakete weggeflogen ist. Also, finde ich schon cool. Was? Die Emmy hat eine Lebensmittelvergiftung? Irgendwas muss mit dem Essen im Restaurant nicht in Ordnung gewesen sein. Emilienhaus sollte im Restaurant anrufen und sich beschweren. Das kommt jetzt. Ich muss denen die Kleider ausziehen. Sonst laufen die mir hier in ihren Faschingskostümen und Halloween-Kostümen rum. Sie soll da anrufen. Was hast denn du für einen Persönlichkeitstyp? Der Meister.
Okay, das müssen wir dann auch noch ein bisschen anpassen, aber das ist jetzt nicht Thema von heute. So, Emmy, wenn du das gemacht hast, darfst du dann schlafen. Die April auch, die April hat nämlich übelst Augenringe schon. Und dann ist die Folge auch zu Ende schon. Hast du es fertig? Wow, April 300. So, dann hier darfst du auch schlafen, mein Schatz. Viel Spaß. Ja, und durch den kann die April wieder selbst techtelmechteln. Ich find's cool. Ich find's cool. Das hat mir manchmal schon den Arsch gerettet, wenn ich das so sagen darf. Weil sie dann, ja, wieder Spaß hatte. Sagen wir es mal so. Ja, dann mache ich aber jetzt hier Pause, bevor jetzt wieder irgendwas passiert und ich das nicht wieder schnapp. Wir haben schon 6 Uhr. Genau aus dem Grund mache ich jetzt Pause. Und dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Tag. Bleib gesund, bitte. Passt auf euch auf. Passt auf dich auf. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Tschüss.